Lieber Nando, herzlich willkommen. Ich freue mich total, mich heute mit dir auszutauschen, denn ich erforsche jetzt schon seit längerem die Frage, wie wir in unsere Kraft kommen und mit verschiedenen Interviews, aber auch mit meinem eigenen Lebensweg. Bin auch dabei, Menschen zu begleiten in ihre Kraft mit Workshops, Ritualen und Coaching. Und ich bin jetzt vor kurzem mal wieder, nochmal erinnerungsmäßig über deinen Namen gestolpert und fand es total spannend, deinen Ansatz mit Spiel das Leben. Eigentlich geht es dir ja auch darum, wieder in die Kraft zu kommen. Und ist die Frage jetzt für dich, wie kommen wir in die Kraft? Wie können wir spielend in unsere Kraft kommen? Was hat es bei dir mit Spiel dein Leben auf sich? Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf, mit dir sprechen darf. Genau, in die Kraft kommen ist natürlich ein super Thema. Und gerade in der heutigen Zeit, ich glaube, das ist auch einfach die Zeit reif für dieses Thema. Ja. Spielen ist für mich letztlich die Natur in Aktion. Also wenn wir spielen, leben wir das, was in uns natürlich da wäre und gelebt werden möchte. Und es ist klar, da wo wir das, was gelebt werden möchte, das ist da, wo Kraft drin ist. Und ja, die Frage ist jetzt, wie können wir dahin zurückkommen? Weil viele Menschen gerade jetzt auch ja, in diesen, sagen wir mal, Endzeiten von der industriell geprägten Welt, da wurden wir einfach dazu angehalten, Erwartungshaltung, Leistungsanforderungen von anderen, von Dritten, von Lehrpersonen, von Vorgesetzten, von Eltern, einfach von außen zu befolgen und diese Leistungen zu erbringen. Und so haben wir den Zugang zu uns selbst verloren. Was möchte denn aus uns geboren werden? Das war einfach nicht relevant. Im besten Fall hat es irgendwie einigermaßen gestimmt, gematcht so. Aber bei vielen halt eben auch nicht. Und jetzt ist die Frage, wie können wir da zurückgehen, kehren? Und ja, da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Letztlich, das Simpelste, was wir tun können, ist uns einfach eine Spielwiese zu schaffen, also irgendwo Zeit zu schaffen für uns selbst. Und was möchte denn da geboren werden? Was möchte da raus? Was möchte ich machen? Und das soll alles, muss gar kein Ziel haben oder so, völlig ziellos. Einfach, was habe ich gerade Lust so? Und so können wir langsam den Zugang zu uns selbst wiederfinden, wenn wir ihn verloren haben, natürlich nur. Und dann halt wirklich das Leben, was da eben in uns schlummert und die Veranlagungen, die da eben gelebt werden möchten, die dann zutage bringen. Das ist so eine Möglichkeit. Und das gibt halt auch Menschen, ganz viele Menschen, die haben gar keine Faszination. Also, wenn die so einen Freiraum haben, die haben gar keine Ahnung, was sie machen sollen, weil sie nichts, wirklich nichts mehr fasziniert, weil sie so weit von sich selbst entfernt sind. Und dann gibt es auch wieder hübsche Methoden, wie man da ihre Antriebskräfte herausfinden kann und so weiter, also ihre Bauteile, ihre Leidenschaften. Aber ich glaube, es geht schon ziemlich weit. Ja, es hört sich so leicht an, einfach in einem Freiraum wieder zu spielen und ans Spielen zu kommen und so ganz so leicht scheint sich's ja doch bei der einen oder anderen Stelle doch nicht anzuhören, ne? Also ich denke, spielen können wir noch leicht oder leichter. Schwierig wird es, wenn es diesen Schritt weitergeht, wo du sagst, spiel dein Leben, wenn es wirklich darum geht, den Lebensweg spielend zu gehen. Weil dann geht es für uns meistens um was. Es geht um unsere Existenz und dann sind wir irgendwann einem anderen Trigger dran. Ja, ich muss vielleicht auch noch kurz erklären, was ich unter Spielen verstehe, weil da Ja. in allen Köpfen ein anderes Bild entsteht. Für mich ist Gerne. Spielen nichts anderes als Herausforderungen anzupacken aus einem inneren Drang. Und das kann sein, dass es die Herausforderung ist, auf dem Fußballplatz irgendwie ein Tor zu schießen oder eins zu verhindern oder was auch immer. Es kann sein, dass es ein Game ist, ein Online-Game. Es kann sein, dass es Spielen am Bach ist, als Kind oder auch als Vater oder als Mutter oder wer auch immer da Lust hat, am Bach irgendwas zu machen. Einfach die Herausforderungen anzupacken. Und das können natürlich eben auch dann berufliche, also Tätigkeiten sein, die wir dann auch beruflich ausüben können. Und das, was du sagst, gebe ich dir absolut recht, das ist kein einfacher Weg, wenn wir das andere gewohnt sind.
wenn wir gewohnt sind, Leistungserwartungen zu erbringen, weil das ist ein riesen Paradigma-Shift oder einfach auch ein Umdenken, weil wenn wir einfach Leistungsanforderungen von außen erfüllen, das heißt, das machen wir nicht freiwillig. Also ich setze mich ja nicht ein Leben lang irgendwo in der Fabrik und mache irgendeine Handbewegung oder sowas, weil das keinen Spaß macht, sondern das tue ich nur, um Geld zu verdienen. Um Geld zu verdienen oder auch dann muss ich nicht mehr Geld verdienen sein, es kann auch ganz, ganz vieles ist auch statusgesteuert, ich möchte bedeutender werden, ich möchte den und jenen zeigen, was auch immer. Das sind alles letztlich angstbasierte Motivationsarten. Also ich unterscheide 4 Motivationsarten, Belohnung, Bestrafung, das ist eine Motivationsart, dann Status, Sinn und dann einfach etwas aus Freude zu tun. Und die ersten 3, Belohnung, also Geld verdienen zum Beispiel als Belohnung, Status, Karriere machen und so weiter, Sinn im Sinne von verstandsorientiertem Sinn, also mein Verstand sagt mir, das ist jetzt sinnvoll. Das heißt, mein Herz sagt es mir nicht, sondern der Verstand sagt es. Das heißt, da bin ich auch nicht ganz bei mir. Und das sind alles angstbasierte Motivationsarten. Mhm. Da weiche ich eigentlich der Angst aus. Also ich tue etwas nicht, was ich eigentlich tun möchte, weil ich Angst habe, ich könnte unter der Brücke landen und ich könnte irgendwie bedeutungslos werden und niemand mag mich. Und alles völlig berechtigt. Und der Shift ist jetzt, der Liebe zu folgen, also dem Herzen zu folgen, der Liebe zu folgen, also das zu tun, was ich eigentlich tun möchte. Und das ist so ein großer Shift, weil da müssen wir, die Ängste haben wir trotzdem. Die sind trotzdem da. Wenn ich ein Buch schreibe, weil ich Lust habe, ein Buch zu schreiben, aber eigentlich habe ich gar kein Geld und müsste Geld verdienen, das braucht Überwindung, das braucht irgendwie einen Schritt in uns drin. Und das ist das, was natürlich eben überhaupt nicht einfach ist. Da gebe ich dir völlig recht, diesen Shift zu machen. Und ja, da kommen auch dazu, also es natürlich ganz viele Leute meinen dann, ja, du machst irgendwas, also das ist ja völlig, völlig jenseitig und unvernünftig, was du da tust, du solltest jetzt besser irgendwie dich um das Geld verdienen kümmern und ja, also diese Stimmen muss man auch noch gut ausblenden können, also die Angst eben nicht geliebt zu werden, nicht gemocht zu werden, was denken andere, das sind ganz viele Ängste, da müssen wir durch und dann hinter der Angst steckt die Freiheit und dann können wir tatsächlich tun, was wir möchten. Ja, ich kenne ein Stück weit den Weg aus eigener Erfahrung, weil ich, sag ich mal, mich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht habe und 2022 habe ich mich auch irgendwann im Laufe des Jahres ertappt, da ich gemerkt habe, ich denke, ich müsste ja. Und gemerkt habe, wie mir das Stress macht und habe dann bewusst letztes Jahr geswitcht auf Lebenslust und Lebensfreude und habe auch gemerkt, das ist schon herausfordernd, da immer wieder dran zu bleiben und sich immer wieder an diesen Fokus zu erinnern und wo ich jetzt vor kurzem im Zug dein Buch gelesen habe, Spiel dein Leben, da dachte ich nochmal, oh wow, es sind so schöne Merksätze drin. Eben nochmal diese Bewusstheit dafür zu schärfen, was einfach alles auch dazugehört, diesen Shift zu machen. Mhm. Also auch diesen Shift von innen heraus und sich selbst da auch anders zu beobachten und auch an dieses Kindliche wieder anzudocken, wo wir alle noch in uns haben und auch wieder hinkommen können als Kraftquelle. Das sind natürlich ganz, ganz tief sitzende Programmierungen eigentlich, Glaubenssätze von Eltern, Großeltern, was auch immer, von der ganzen Gesellschaft, die wir mitnehmen und die dann eben eins nach dem anderen abzustreifen, bis wir eigentlich dahin kommen. Irgendwie sind wir einzigartig, wir sind bunt und da ist irgendwas in uns veranlagt. Und nicht nur veranlagt, sondern es ist auch so eine, für mich ist auch so eine Art Zeitvorgabe. Das heißt, irgendwann ist was reif, gelebt zu werden. Wie halt ein Kind, das irgendwann ist es reif für ein Kind, zum ersten Mal aufzustehen und zum ersten Mal auf den Baum zu klettern und so weiter. Das Kind spürt das spüren wir Erwachsene spüren das nicht. Selbst wenn wir noch so umsorgende Eltern sind und so weiter, wir spüren das ja nicht, sondern das Kind spürt es. Und genauso ist natürlich, würde es einfach weitergeben. Wenn wir dann nicht einen Lehrplan hätten in der Schule oder so, wo dann einfach uns gesagt wird, du musst jetzt das und das und das machen und das, was du eigentlich machen möchtest, das ist jetzt gerade nicht so interessant und das kannst du beiseite legen. Wichtig ist, das, was ich als Erwachsene dir sage, das sollst du tun.
Und das ist natürlich da beginnt es zu kippen. Da beginnt die Pro, also eigentlich wahrscheinlich in vielen Familien schon früher beginnt die Programmierung. Man hat Eltern auch so entsprechend aufgewachsen sind und entsprechend auch ihre Kinder so begleiten. Ja, und dann ist es wirklich ganz schwierig zu sagen, okay, ich habe ja irgendwas in mir veranlagt und wenn ich das nicht leben kann, dann stirbt irgendwas in mir ab und dann ist meine Energie ist sicher nicht mehr 100%, die ist irgendwo ein bisschen minimiert, je nachdem, wie weit weg von dem, was ich eigentlich tun möchte, das ist, was ich tun soll. Und ja, dann heißt es minimierte Energie, das heißt, ich habe irgendeine innere Leere und diese innere Leere will gestopft werden, die will irgendwie halt, ja, da kauft man halt irgendwie das nächste Gadget, das nächste Handy, das nächste, keine Ahnung, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, das nächste Auto. Und dann haben wir unseren Spaß für ein paar Wochen oder ja, im besten Fall ein paar Wochen und dann ist das wieder vorbei. Dann brauchen wir wieder den nächsten Kick und das nächste, was uns wieder irgendwie so eine Befriedigung gibt, was aber nicht die tiefgehende Befriedigung ist. Und ja, da gibt es dann verschiedene Herausforderungen auf diesem Weg. Wir müssen lernen, in diesem Unbekannten drin zu sein. Wir müssen lernen, einfach, ja, da können wir auch keine 10 Jahrespläne machen oder eine Karriereplanung machen oder irgendwas, sondern da müssen wir einfach gucken, okay, jetzt bin ich da. Was habe ich denn als nächstes Lust? Ich habe Lust, darüber zu gehen. Dann gehe ich mal darüber. Und das Übernächste, ah, jetzt könnte ich so wieder rumgehen und dann gehe ich wieder in eine andere Richtung oder gehe weiter gerade, egal was. Und so kann sich dann der Lebensplan eigentlich erschließen, ohne dass wir ihn zum Voraus wissen müssen. Und das schafft natürlich auch Ängste, weil wir da vielfach an Stellen gelangen, an Momente gelangen, wo ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Ich sehe nur geschlossene Türen vor mir zum Beispiel oder einfach gar keine Tür. Und irgendwie muss es weitergehen. Und es geht auch immer weiter. Aber das auszuhalten, das ist auch nicht ganz einfach. Wie lange gehst du den Weg für dich schon, dein Leben, sage ich jetzt mal, spielend zu gehen? Ist es was, wo du sagst, oh ja, das ist mir die Wiege gelegt, ich habe das schon immer? Oder bist du auch den Weg gegangen, dass du mal anders unterwegs warst und da erst wieder hinfinden musstest oder hingefunden hast? Glaube, ich habe das Glück gehabt, dass ich den Zugang zu mir selbst nie ganz verloren habe. Also ich habe eigentlich auch während der Schulzeit immer meine Interessen gehabt, habe mich da immer, also so ab der 4. Klasse stark für Indianer interessiert, habe dann Ethnologie studiert, wohl Berufsberatung und so gesagt, mach irgendwas Mathematisches, du bist ja so begabt und so, habe ich dann mich für die Ethnologie, also für Völkerkunde entschieden. Und letztlich habe ich einfach für mich gemerkt, es war eigentlich, bin ich eigentlich immer dem Herz gefolgt, ein Stück weit. Natürlich war ich angestellt, jahrelang angestellt, und da musste ich natürlich auch Anforderungen von anderen erfüllen. Aber das sind dann so, im Kleinen hat es dann nicht ganz gestimmt zum Teil, aber im Großen, also ich konnte zum Beispiel auch an der Hochschule einfach dem Thema nachgehen, welche Auswirkungen haben denn hatten diese Gesellschaftswandel, diese digitale Transformation, in dem wir stecken. Und dann später konnte ich dem Thema Spielen nachgehen, spielerisch lernen, spielen, was ist Spielen und so weiter. Also ich konnte in den groben Zügen konnte ich eigentlich das leben, was aus mir gelebt werden möchte. Und dann viel bewusster habe ich das natürlich dann so ab 2017 gemacht. Da habe ich mich wirklich auf den Weg gemacht mit der Frage, weil ich vom spielerischen Lernen her gekommen bin und gesehen habe, welch riesiges Potenzial es hätte, wenn wir Kinder einfach spielen lassen würden, also Potenzial fürs Lernen, habe ich mich dann gefragt, ja, wie wäre es denn, wenn wir das ganze Leben zum Spiel machen würden, wenn wir nicht nur spielerisch lernen, sondern spielerisch leben würden. Und da habe ich mir dann auch meinen Freiraum geschaffen, meine Spielwiese geschaffen, indem ich die Anstellung auf 50% reduziert habe, da hatte ich 50% Spielwiese. Und konnte einfach an mir experimentieren. Und das war eigentlich meine Frage, ist es möglich? Kann man das Leben zum Spiel machen? Also nichts zu machen aus Geldgründen, aus Statusgründen, weil mein Kopf das für sinnvoll hält, sondern einfach nur dem Herz zu folgen. Schaffe ich das? Was passiert da? Auf welche Herausforderung stoße ich und so weiter? Einfach mein Experimentierfeld war da und seitdem bin ich im Experimentieren und das ist für mich wie ein Leben 2.0. Also es ist wie, also ich glaube, du bist ja auch Mutter, du kennst das, wenn man Kinder hat, das ist ein komplett neues Leben, das ist Ja.
so ist es halt auch da. Wenn man sich selbstständig macht, ist es auch so. Und wenn man selbst sich selbstständig macht mit einem monetären Ziel, zum Beispiel, also einfach mit dem, ich möchte jetzt Geld verdienen, ich möchte da Profitmaximierung betreiben, was auch immer, und gar nicht unbedingt der Kopf ist, sondern ich gehe vielleicht einfach mit dem Verstand, sehe ich, da ist eine Marktlücke, da gehe ich jetzt rein und da kann ich dann mich über Wasser halten oder vielleicht sogar reich werden, dann ist das eine andere Art, sich selbstständig zu machen, als wenn ich dem Herz folge. Aber wenn ich dem Herz folge, ist es gleich, wie wenn ich Kinder habe, die ich von Herzen gern habe und denen, die ich auch so sein lassen möchte. Auch bei den Kindern kann ich sagen, du bist mein Kind und ich habe meine Vorstellung, du sollst das und das und das, so sollst du funktionieren, so sollst du machen, das sollst du nach der Schule tun und so weiter. Kann meine Vorstellung da reinprojizieren. Da ist das Kind natürlich auch, die Energie vom Kind auch reduziert. Und ich lerne aber wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel dazu. Und wenn ich das Kind aber sein lasse, so wie es ist, und versuche meine Erwartungen da wegzudrücken, dann werde ich an meine Grenzen kommen und da werden mich meine Kinder ganz vieles lernen und da geht bei mir ein Prozess los, statt bei den Kindern, also bei den Kindern natürlich auch, aber ein anderer Prozess. Und genauso ist es, wenn man sich mit dem Herzensprojekt selbstständig macht. Ja, dieses an seine Grenzen kommen, habe ich bei mir auch festgestellt. Und andererseits ist es, sag ich mal, aus unserer alten Prägung heraus hört sich an seine Grenzen kommen immer irgendwie gefährlich an und oh, möchte ich nicht. Aber wenn man diesen Switch gemacht hat, ist ja an seine Grenzen kommen eigentlich wunderbar, weil da liegt das Geschenk, sich weiterentwickeln zu können. Ja, und unbedingt. Wachsen zu können. Also unbedingt, auch ja. Wenn es erstmal schmerzhaft ist und man vielleicht keine Lösung hat oder wie du sagst, an seine Ängste kommt, aber da liegt ja das Potenzial für mehr, wo der Weg hingehen kann. Ja. Ja, und das ist der große Unterschied, wenn ich ein Spiel spiele, das irgendwo einen Anfang und ein Ende hat, also Fußballplatz, 90 Minuten geht ein Fußballspiel, dann habe ich eine Herausforderung für 90 Minuten und nachher kann ich mich wieder zur Ruhe setzen und ausruhen und keine Ahnung, vielleicht eine Woche später wieder mal ein Fußballspiel anzupacken. Weil Spielen ist letztlich eine Herausforderung. Das ist etwas, was, da kommen wir an die Grenze, weil wir wissen gar nicht, ob wir es schaffen. Es ist nicht was, was langweilt oder was unterfordernd ist, sondern es überfordert uns im besten Fall auch nicht, sondern es entspricht ja genau unserem Können und unserem Entwicklungsstand. Und wenn wir jetzt das Leben zum Spiel machen, haben wir die Pausen eigentlich nicht mehr. Das ist dann einfach eine Herausforderung. Also das ist ja in der Herausforderung selbst, das quasi das Leben, haben wir dann eine Unterherausforderung nach der anderen. Und das ist natürlich intensiv, aber es ist eben auch das, was erfüllend ist. Hm. Ja. Für mich ist es einfach jetzt, seit 2017 bin ich in einem großen Abenteuer. Ich habe so für mich so ein Bild so von einer Langstreckenwanderung. Gibt es also diese Langstreckenwanderung, wo man ein halbes Jahr oder so unterwegs ist. Mhm. Irgendwie zum Beispiel in den USA, da geht die doch durch Wüste durch und über Berge und man muss mit der Einsamkeit umgehen und so weiter und so fort. Für mich ist es das, nur dass da keine Route definiert ist. Also ich muss mir zusätzlich dazu, dass ich durch eine Wüste schreiten muss und kein Wasser habe und dann irgendwie durch ein Gebiet, wo alles feucht ist und ich alles nur Regen um mich herum und ich kann mich gar nicht mehr richtig aufwärmen. All diese Herausforderungen habe ich auch und zusätzlich darf ich noch den Weg suchen. Da ist kein Weg durch die Wüste. Ich muss den selber suchen, es ist nichts markiert. Und es ist halt eine doppelte Herausforderung, aber macht einfach total Spaß. Auch wenn man immer wieder verzweifelt ist und dann die Grenzen kommt und nicht weiter weiß. Und dafür am nächsten Tag wieder Energieschub und wow, das funktioniert und ich habe den Weg raus. Und genau, es ist in beide Seiten. Es ist statt also so eine mit kleinen Amplituden ist es halt wirklich so. Ja, und gleichzeitig passieren manchmal wunderbare Fügungen, ne? Zum genau richtigen Zeitpunkt, die man sich hätte gar nicht ausdenken oder hätte planen können. Ständig, ständig. Ich glaube, die passieren auch sonst, aber da werden wir uns dem vielleicht auch ein bisschen mehr bewusst auf dem Weg. Und sie sind dann eben auch wichtiger, weil wir haben immer diese Momente, wieder diese Stufe, damit eben irgendwo wieder eine Tür aufgeht, dass es weitergeht. Das ist schon auch da intensiver, aber ich glaube, das haben wir auch sonst, diese Fügungen, die, wenn wir halt ein Leben lang irgendwo im Büro sitzen und irgendwie Anforderungen von anderen erfüllen. Geht auch.
Ja, und wie jetzt, was man, glaube ich, manchmal auch hat, ist einfach, dass man mal dasteht und im Moment nichts da ist oder man auch nicht weiter weiß. Und in dieser absoluten Ruhe, ich meine, als Kind kennt man es noch, ich zumindest, dass man als Kind manchmal da saß und dachte so, oh, weil es auszuhalten, wenn man das schafft, auszuhalten und dieses Vertrauen hat, dann kommt irgendwann, kommt ja ein Impuls. Und dann hat irgendwas Kraft, was ganz Neues hochzukommen. Sei es, dass man als Kind plötzlich eine Idee hat, ein Bild zu malen, wo man vorher noch nie auf die Idee kam, boah, ich will jetzt unbedingt, boah, ich will jetzt das malen. Und dann hat es eine ganz andere Kraft, wie wenn man sich, sag ich mal, ein Ausmalheftchen schnappt. Was Genau. auch mal Spaß machen kann, aber. Ja, absolut. Und diese Langeweile ist essentiell. Also von einem Spiel, wo wir voll drin sind und uns voll reingeben, dann ist es irgendwann zu Ende. Dann ist wieder Raum da für was Neues. Und das braucht dann ein Weilchen, bis das da ist. Und das sind dann diese Phasen, die aber zentral sind, damit das nächste Spiel wieder entstehen kann. Das ist natürlich genauso. Also es wird ja natürlicherweise, wenn wir Kinder lassen würden, wird das, was wir als Kind als Erfahrung gesammelt haben, genauso wäre das Leben eigentlich. So wird es einfach weitergehen. Das ist ja nur unterbrochen, weil wir Erwachsenen das Gefühl haben, wir wüssten besser, was die Kinder wann lernen sollen, so zu dieser alte Glaubenssatz. Und wenn wir den beiseite legen würden, die Kinder einfach machen lassen, spielen lassen, das würde jetzt einfach weitergehen. Die Herausforderung würde immer größer werden und wahrscheinlich auch länger, also längere Spiele würden entstehen. Aber es würde einfach immer so weitergehen. Für mich sind das so das Leben von einer Künstlerin, von einem Künstler. Einfach dem Herzen folgt und natürlich, irgendwie muss der auch Geld verdienen, aber die kommen auch über die Runden, weil sie ja vielleicht haben sie noch einen Nebenjob, das ist ja völlig okay. Oder sie schaffen es tatsächlich, mit ihrer Kunst Geld zu verdienen, was auch immer, aber die schaffen es und die sind ja vielfach auch dann, weil die gar nicht Luxus brauchen, gar nicht diese Ersatzbefriedigungen brauchen im Sinne von Konsum, übermäßigen Konsum, da brauchen die auch viel, viel weniger. Und ja, es ist ein ganz anderes Leben und ist kein einfaches Leben, absolut nicht, aber es ist viel, viel erfüllender. Ja, ist die Frage, was einem wichtig ist, ne? Und es gibt auf dieser Langstreckenwanderung auch immer wieder Momente, wo wir wünschten, wir wären irgendwo nicht auf einer Langstreckenwanderung, sondern wir würden vor dem Fernseher sitzen und zugucken, wie andere ihre Langstreckenwanderungen laufen. Ja, diesen Moment gibt es auf jeden Fall immer. Und trotzdem, dann werden wir wieder belohnt, halt irgendwie auf dem Berg da mit dem Sonnenuntergang oder irgendwas, was unser Herz aufsaugen kann. Das können wir vor dem Fernseher schlecht. Also, wir können ein bisschen mitfiebern, vielleicht vor dem Fernseher und denken, wow, das würde ich jetzt auch mal gerne machen. Aber wirklich erleben tue ich es ja nicht vor dem Fernseher. Und so, ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen den beiden Arten, durchs Leben zu gehen, der Angst zu folgen oder der Liebe zu folgen. Ja. Ja. Und das ist für mich eine wesentliche Erkenntnis auf diesem Weg ist, wenn ich dem Herz, also ich sage dem Herzensprojekt, wenn ich ein Herzensprojekt anpasse, ein Spiel anpacke an ein Herzensprojekt, das ist ja ein Projekt, wo ich dann mit dem Herzen verbunden bin. Das Projekt möchte was von mir, das möchte irgendwie, das ist plötzlich eine Idee, die da ist. Ja, woher kommt denn die Idee? Das muss ja eine intensive, heftige Idee sein, die mich intensivst berührt, dass ich mich mit dieser Idee auf den Weg mache und sage, ich investiere mein Leben, es kommt diese Idee. Und die entsteht nicht in unserem Kopf, sondern die kommt von irgendwoher, die möchte gelebt werden. Für mich ist ein Herzensprojekt nichts anderes als ein Lebewesen. Und das auch wieder als Lebewesen zu verstehen und einfach mit dem Lebewesen in Kontakt zu sein und ständig reinzuhorchen, was brauchst du jetzt, was möchtest du jetzt, was ist der nächste Schritt? Ja, das Herzensbereich kann nicht sprechen, wie ein Kind, wo wir sagen können, du, was brauchst du jetzt und so weiter.
das kann ein Herzensprojekt ja nicht, sondern da läuft die ganze Kommunikation über die Gefühle. Und das ist auch ein Riesenschiff, weil wie viele Menschen, also ich, gerade Frauen sind ein bisschen besser unterwegs, aber wie viele Männer gerade haben den Zugang zu ihren Gefühlen komplett gedeckelt oder komplett zugemüllt. Gemüllt ist eigentlich fast übertrieben, aber einfach so. Keinen Zugang mehr zu ihren Gefühlen. Und dann plötzlich mit diesen intensiven Gefühlen da zu sein. Kürzlich habe ich ja selbstständig gemacht, in dem Sinne mit Spiel der Lebensweise, mein Leben. Und da habe ich, Ende Jahr habe ich eine große Unruhe in mir gespürt. Und ich wusste, irgendwas tut sich, irgendwas ist eine Veränderung, ist da, ich weiß nicht so genau, was da passiert. Und ich habe dann verschiedene Gedanken gehabt, und das ist ja unangenehm, so dieses irgendwas tut da, ich spüre aber nicht mehr genau, was es ist, und irgendwas muss sich ändern, aber ich weiß nicht was. Und das ist sehr intensiv, diese Phase, diese Gefühle wahrzunehmen und dann sich Gedanken zu machen, was muss ich denn machen, wohin geht die Reise? Und plötzlich habe ich dann die Idee gehabt, ich wandle, spiele dein Leben von einem Einzelunternehmen um in einen Verein. Ich überführe das in einen Verein. Also mit alles, was ich aufgebaut habe, verschenke ich im Prinzip in einen gemeinnützigen Verein. Und dann war dieser Gedanke da. Und plötzlich war es eine ganz, ganz tiefe, große innere Ruhe in mir. Dann wusste ich, okay, das war's. Das ist das, was mein Herzensprojekt jetzt wollte. Dann habe ich es gemacht. Weshalb ich das machen musste, ich erahne es teilweise ein bisschen, aber ich weiß es im Prinzip nicht. Und das ist auch spannend. Einfach was, auch wieder völlig gegen die Logik, einfach was ich über Jahre hinweg aufgebaut habe, zu verschenken im Prinzip, völlig unlogisch, wo ich auch ganz viel Geld investiert habe. Einfach aus Vertrauen, das Projekt will das, das wird schon gut gehen. Ich kann dir dann in ein paar Jahren vielleicht sagen, weshalb ich das machen musste, aber ich bin überzeugt, dass es der richtige Schritt war. Ja, ich dachte auch, irgendwann später in ein paar Jahren guckst du zurück und denkst, wie gut, dass ich das gemacht habe. Und die Antwort auf das Weshalb kommt immer erst nachher. Das ist das Spannende. Und das ist eben auch, da muss man einfach den Verstand, ich habe nichts gegen den Verstand, der ist wunderbar, der hilft uns. Ja. Aber in gewissen Momenten muss man den einfach beiseite legen. Ja, oder diese unterschiedlichen Energien spüren können, ne? Wie du sagst, du spürst diese Unruhe und du spürst hinterher aber auch diese Stille, wo du merkst, ja, das ist der richtige Weg. Also richtig für dich, für das Projekt das Richtige, ne? Nicht von außen richtig. Genau. Und ich glaube, diese Erfahrungen muss man auch erstmal machen, diese Gefühle differenzieren zu können oder entdeckt zu haben in sich, wie fühlt sich's an, wenn es stimmig ist. Ja. Um das als Referenzpunkt auch haben zu können, zu wann kann ich dem folgen? Ne? Ja. Also das wieder aufzubauen. Also ich denke, Kinder haben das ja im natürlichen Spiel, nur je mehr wir in der Gesellschaft, Schule konditioniert oder angepasst sind, nach außen zu liefern oder uns anzupassen, desto mehr verlieren wir ja dieses Gefühl. Und dann geht es vielleicht darum, das wieder zu entdecken auch und zu kultivieren. Oh, unbedingt, genau. Und das ist für viele, ich glaube, ist es ein großer Schritt, weil wir ja als Kind vielfach Erfahrungen gemacht haben, die nicht wirklich gut sind. Was machen wir? Wir panzern uns. Also wir legen uns einen Schutzpanzer zu, der uns natürlich eben hilft, gewisse Dinge nicht so intensiv. Das Gefühl, bei Männern ist das noch viel stärker als bei Frauen. Oder zumindest habe ich den Eindruck, Frauen haben den Zugang zu ihren Gefühlen noch viel mehr, viel besser als wir Männer, die meisten Männer. Und dann ist das schon ein großer Weg. Es war auch für mich ein großer Weg, plötzlich viel intensiver wahrzunehmen. Also plötzlich war das so schrittweise natürlich im Laufe des Prozesses, einfach intensiver wahrzunehmen. Und ich war mir das ja gar nicht mehr gewohnt. Diese Gefühle hatte ich ja sonst, jetzt vielleicht keine 20, 30 Jahre, 40 Jahre, hatte ich die gar nicht mehr so. Und plötzlich da wieder diese intensiven Gefühle, die mit ihnen umzugehen, das ist für mich nach wie vor ziemlich anstrengend,
Aber letztlich, eben letztlich lohnt es sich halt trotzdem, weil das ist auch ein Teil von mir. Diese Gefühle sind auch ein Teil von mir und die möchten eben auch irgendwie gelebt werden. Ja, es ist wirklich einfach halt eine ganz andere Amplitude, als wenn die weg sind. Und wir hätten die ja natürlicherweise. Natürlicherweise wären die da. Ja, und ich glaube, das Spannende ist auch, wenn wir über so einen Weg nachdenken, wünschen wir uns immer oder haben immer gern den Blick, wo die Amplitude nach oben geht und denken, natürlich. Oh, es müsste immer weiter nach oben gehen und, ja. Und sind dann völlig im ersten Moment vielleicht erschreckt, entsetzt, wenn wir feststellen, oh, es fängt auch an, in dem gleichen Maßen weiter nach unten zu gehen. Und weil das unten wollen wir ja oft nicht haben. Ja. Dabei liegen ja da auch ganz große Schätze drin, wie du vorhin gesagt hast, diese Unruhe, ne? Und absolut. Mit der mitzugehen und die auch zu durchleben, weil nur dann kannst du die Qualität da drin entdecken und rausfinden, um was geht es eigentlich. Ja. Und das hat für mich ganz viel mit Lebendigkeit zu tun. Ja. Also diese hohen Amplituden, dieses rauf, runter, rauf, runter, das ist letztlich Leben. Und vor dem Fernsehen zu sitzen und mitzufiebern, wer ist da der Mörder ist im Krimi, gibt auch ein bisschen Amplitude, aber es ist einfach halt eine ganz andere, das ist nicht Leben. Und für mich, ja, gibt es so drei Kategorien von Menschen, also natürlich auf einer Skala. Irgendwie Menschen, die leben, die lebendig sind, die auch Lebendigkeit, die Energie versprühen, weil sie energievoll sind denen man gerne zuhört, weil da irgendwie eine Sogwirkung entsteht. Da ist Energie, das ist das, was wir suchen. Wir suchen ja auch die Energie bei anderen Menschen. Und da gibt es Menschen, die einfach funktionieren. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die nicht mehr wirklich funktionieren. Ja, und für mich ist schon, wenn du jetzt von in die Kraft kommen sprichst, dann ist das für mich diese Lebendigkeit, die aber eben beim Spielen entsteht, die da ist, wenn wir das tun, was unserem Herzen entspringt. Das müssten wir tun, dann haben wir hohe Energien. Immer auch natürlich mit den Runters dann sind wir halt wieder im Loch unten und haben wieder, sind in dem Tal der Tränen oder was auch immer. Aber das gehört ja alles zum Leben dazu und zur Lebendigkeit dazu vor allem auch. Ja, da hast du total recht. Letztendlich geht es um Lebendigkeit. Ja. Es geht um Lebendigkeit und ich finde auch um unser ganz ureigenstes Inneres, ja. Also um unsere ureigene Kraft, um das, was aus uns heraus will. Ich sehe es immer so, ich finde, wenn man kleinen Kindern in die Augen schaut, ganz kleinen Kindern, die haben meistens noch einen total wachen Blick, wo man spürt, da ist noch dieses Ureigene total da. Mhm. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass so viele Erwachsene wie möglich wieder diesen wachen Blick haben wie die kleinen Kinder. Und dass alle kleine Kinder groß werden können und diesen Blick ihr Leben lang behalten können. Und wir alle mit diesem wachen Blick durchs Leben gehen und unser Leben leben. Absolut. Und das ist schon ein Riesenunterschied, wenn du jetzt ein dreijähriges Kind hast und dann dasselbe Kind 10 Jahre später wieder siehst. Einfach von der Energie her, was das ausstrahlt, geh mal in die Schule und stell dich mal vor eine Klasse hin. Da ist wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler sind einfach abgelöscht. Die sitzen abgelöscht da, lassen den Unterricht über sich ergehen, warten, bis diese 45 Minuten um sind, um dann die nächsten 45 Minuten in Angriff zu nehmen oder eben so, zum Beispiel so, wie ich es gemacht habe, mal in der Fabrik. Sehen, die einfach ihre Handbewegungen machen den ganzen Tag, sich auf Feierabend sehnen und so weiter und ja, wo leben die denn? Die leben nicht den ganzen Tag, leben die nicht, die leben vielleicht ein bisschen am Feierabend oder halt dann am Wochenende, die müssen ja auch irgendwie leben. Und das ist schon ein Riesenthema, was passiert denn da jetzt zwischen, keine Ahnung, dritten und 13. Lebensjahr oder von mir aus 4., 5. Lebensjahr bis zum 14., 15., was passiert da in dieser Kindheit? Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung, wenn die Kinder von leuchtenden Augen, die sie haben, dann zu toten Augen, wenn das tristen, was, wie man das benennen möchte, solchen Augen dann herumlaufen. Da ist irgendwas systemisch komplett falsch. Hätte aber natürlich für mich als Forscher ganz klar
mit der Industrialisierung zu tun, mit diesen Eigenschaften, wo dann plötzlich Maschinen gekommen sind und wir Maschinen bedienen mussten, wo alles normiert worden ist, also die Tätigkeiten unterteilt worden sind und jeder Mensch nur noch irgendwie einen kleinen Schritt macht, den Blechstreifen eben abkanten oder stanzen oder was auch immer. Was macht das mit uns? Das macht uns ja auch zu Maschinen. Weil diese Maschinen, die können ja nur ein Ding machen. Irgendwas können sie tun. Eine einzige Funktion haben die. Und das muss jetzt nicht nur in der Fabrik sein, das ist auch im Büro so vielfach. Das sind diese normierten Abläufe, diese Routinetätigkeiten und so weiter, die wir da haben. Das ist nicht menschlich und das macht uns auch nicht menschlich. Das macht uns zu Maschinen, die funktionieren. Und das ist das, was mich extrem traurig stimmt. Ich habe vor 10 Tagen oder so habe ich mich mit einem befreundeten Paar getroffen und sie hat erzählt, kurz vor der Pensionierung, sie müsse dringend eine Operation machen. Die arbeitete bei einem Frauenarzt oder Frauenärztin und die musste dringend eine Operation machen und die Frauenärztin hat sie versucht zu überreden, die Operation nicht zu machen, weil sie die Arbeitskraft nicht missen wollte. Also einfach nur noch, es geht nur noch darum, zu funktionieren. Der Druck ist so riesig. Und das ist für mich wie, wir haben eine Funktionsweise von dieser industriell geprägten Gesellschaft, dass wir einfach Leistungserwartungen erfüllen müssen. Und dann haben wir jetzt aber vom neuen Zeitalter, vom Internetzeitalter, wie wir das auch immer nennen möchten, haben wir eine gewaltige Beschleunigung noch dazu. Und das gibt so einen explosiven Cocktail. Ich muss Leistungserwartungen erfüllen, ich muss fleißig sein und so weiter und so fort. Diese Mechanismen in uns, aber gleichzeitig Beschleunigung, Druck und so weiter. Das verbläst ganz, ganz viele Menschen und es geht einfach schlichtweg nicht. Wir können, die Elemente passen nicht mehr zusammen. So mein Bild ist jeweils, wir spielen eigentlich Fußball mit dem Eishockey-Puck. Das gibt einfach eine ganz, ganz holprige Sache. Und wenn wir uns nicht anpassen, jetzt anpassen, dann werden wir einfach in Probleme reinlaufen. Und es laufen ja ganz viele Menschen in Probleme rein. Nur als Gesellschaft, offenbar ist der Druck noch zu wenig groß, als dass wir gesellschaftlich was ändern würden. Aber es ist weniger ein Anpassen, es ist eher ein Wiedererinnern an uns. Genau. Es ist eigentlich... Ich habe mal einen Workshop-Teilnehmer bei mir hat mal den schönen Satz gemacht. Wir Menschen, also quasi das, was nicht menschlich ist, diese Routinen, das, was ständig sich wiederholt, das sind genau die Dinge, die ein Computer übernehmen kann, die ein Algorithmus übernehmen kann. Das heißt, ein Computer übernimmt eigentlich die Tätigkeiten, die nicht menschlich sind, die roboterartigen Tätigkeiten, übernimmt jetzt eben ein Roboter. Und wir Menschen können wieder menschlich sein. Jetzt kommen wieder die Qualitäten, die Kompetenzen zum Zuge, die vorher nicht relevant waren, die sind jetzt wieder wichtig. Kreativität, Problemlösefähigkeit, Sozialkompetenz. Wir müssen uns nicht positionieren als Konkurrenten von einem Computer, weil der Computer ist letztlich immer billiger als ein Mensch. Also müssen wir uns neben dem Computer positionieren und spannenderweise ist auch genau da, wo eben die neuen Jobs jetzt entstehen. Also es geht weg von Routinetätigkeiten hin zu komplexen Tätigkeiten mit hohen Anforderungen an Kreativität, Problemlösefähigkeit und Sozialkompetenz. Das sind die Dinge. Ein Computer ist nicht empathiefähig. Da müssen wir uns Menschen wieder positionieren. Das heißt, wir sind eigentlich gezwungen, wieder Menschen zu sein und eben auch diese Menschen, diese Lebendigkeit wieder zu leben. Wir sind eigentlich gezwungen. Wir können uns auch ein bisschen in der alten Welt bewegen und noch Leistungsanforderungen erfüllen, wenn es Spaß macht oder wenn wir einfach den Schritt nicht schaffen. Ist auch nicht so, ja, auch nicht abwertend sein, ist wirklich ein großer Schritt. Können wir tun. Aber wenn wir den Drang verspüren, uns auf den Weg zu machen, und den spüren ja auch nicht alle, sondern den sollte man auch ja in sich spüren, und dann ist die Zeit reif. Und dann können wir auch als Pioniere oder als Vorbilder für die neue Gesellschaft dann dienen. Ja, ja. Es ist ein großer Schritt. Der kann aber auch fließend sein.
Dieser Schritt kann auch fließend sein. Wir können auch eben uns einfach mal einen Freiraum schaffen und sagen, ich habe jetzt einfach, ich nehme jetzt wieder das Künstlerische, ist vielleicht nicht das beste Beispiel. Ich habe jetzt einfach Bock, ein Bild zu malen in meiner Freizeit. Und dann mal zu sagen, okay, ich brauche eigentlich nicht 100% Arbeit zu arbeiten, es würde vielleicht auch 90, 80%, was auch immer, würden mir reichen. Oder ich habe einfach Bock, das am Wochenende zu tun oder am Feierabend zu tun. Ich nehme mir einfach die Zeit statt, im Extremfall, oder nicht im Extremfall, vielleicht einfach auch statt, dass ich vor dem Computer sitze und irgendwie oder halt durch das Social Media Stream durchscrolle oder irgendein Krimi gucke, nehme ich mir vor, was aktiv zu machen und eben zum Beispiel ein Bild zu malen. Und das kann ja schon ein Anfang sein. Und auch so, ich kann also auch als Hobby, kann ich leben, was aus mir geboren werden möchte, je nachdem, was eben da gelebt werden möchte, je nachdem reicht das natürlich nicht. Aber ich kann das fließend machen. Ich habe einen Onkel, der ist extrem begabt, so künstlerisch begabt. Der hat mal zum Beispiel jahrelang hat er fotografiert. Und ich habe ihn, der hat aber sein Brot verdient als Umzugsmann. Und habe ich ihm mal gefragt, du, weshalb arbeitest du überhaupt als Umzugsmann? Das ist doch nicht wahnsinnig spannend. Und du könntest den ganzen Tag fotografieren, könntest Kurse anbieten, was auch immer. Du könntest dich locker über Wasser halten mit Fotografie, wenn du das möchtest. Und er hat dann gesagt, das würde er auf keinen Fall tun, weil wenn er den Druck hätte, Geld zu verdienen mit seiner Leidenschaft, dann wär das eigentlich, die ganze Freude wär dann futsch. Also das kann man durchaus nebenbei machen und eben den ganzen Tag irgendwo arbeiten gehen, wenn das in sich stimmig ist und wenn sich das stimmig anfühlt. Für mich ist immer das entscheidende Kriterium, gibt mir die Tätigkeit Energie? Ist sie energieneutral? Also ich verliere keine Energie oder nimmt sie mir Energie? Wenn sie mir Energie raubt, dann würde ich handeln, weil sonst laufe ich ins Burnout. Also dann habe ich ja keine Energie mehr. Also sollte es zumindest energieneutral sein und dann kann ich das laufen lassen und kann nebenbei mein Herzensprojekt verfolgen. Und dann ist es nicht so ein harter Übergang, sondern es kann dann auch sehr sanft sein. In dem gesellschaftlichen Kontext hört sich es nach einem großen Schritt an, aber wie du sagst, es gibt so viele Abstufungen und Nuancen und es ist ja auch nicht von heute auf morgen, dass es Bäm macht und es ist da, sondern es ist ja ein Prozess, ein Weg, des sich Erinnerns und dann ist es eigentlich ein Wandel, der von innen heraus geschieht. Also von innen heraus eigentlich auf eine natürliche Art und Weise. Und selbst wenn man in einem Job drin ist, hat man ja immer noch in der Hand, wie man ihn tut oder mit welcher Einstellung und mit welchen Gedanken. Und das macht ja auch einen ganz großen Einfluss. Absolut. Und jetzt so wie bei mir, wo es wirklich Richtung komplette Selbstständigkeit gegangen ist, auch da war eigentlich wie schon in mir veranlagt, wann muss ich diesen Schritt machen? Oder wann muss ich eben, ich habe zuerst auf 50% den Job reduziert, dann auf null. Und das war wie für mich irgendwie innerlich klar, ich muss es jetzt tun. Und das sind schwierige Momente, Verstand raus und nee, du hast kein Geld und trotzdem, mein Herz sagt mir, du musst jetzt einen Job schmeißen. Also das muss man selbst mal machen. Aber eben, es haben nicht alle die Erfahrungen, es müssen nicht alle die Erfahrungen sammeln, die ich sammle, weil ich habe mir ja die Herausforderung, oder mein Leben hat mir die Herausforderung gegeben, das spielerische Leben zu erkunden. Und dann bekomme ich natürlich auch alle Herausforderungen auf diesem Weg mit vor die Füße geknallt, ist ja logisch. Also, die meisten werden es wahrscheinlich viel sanfter haben als ich. Ja, das ist immer, welche Herausforderungen man geht. Ne? Ich merke das mit in deine Kraft, merke ich das auch. Da kommen natürlich alle Herausforderungen auf mich zu, wo man nicht in seiner Kraft sein kann, an denen ich wachsen kann, wie Genau. es geht oder was es noch braucht auf meinem Genau. Weg, was es zu entdecken gilt auf dem Sonst Weg. könntest du Und das Feld gar nicht erkunden. genau, und wie du sagst, dieser innere Drang zu springen. Es das heißt jetzt nicht, dass alle Menschen draußen plötzlich springen müssen und Nee. ihr Leben verändern müssen, weil das wäre ja wieder eine Leistungsanforderung von außen. Genau. Es Am geht besten ja. definieren wir das gleich. So mit 20 musst du springen. Ich glaube, uns geht es ja eher darum, so dieses Wachmachen, darauf aufmerksam machen. Hey, guck mal, es gibt auch die oder die oder die Möglichkeit. Spür mal in dein Leben rein.
Wie fühlt sich das für dich an? Wie wäre es, wenn du dein Leben spielen würdest? Wie wird sich das anfühlen? Ja, genau. Wie würdest du es leben? Ja, und das ist ja vielfach bekommen wir dann auch eben diese Herausforderung auf dem Weg, wenn wir auf den Weg geschickt werden. Bekommen wir schon mal so einen ersten Hinweis, oder dann ist dann quasi so ein, vielfach sind es ja Krisen, die wir haben, so eine nächste Lebenskrise, wo wir vielleicht krank werden oder sowas, wo eigentlich wüssten wir dann nichts, jetzt müssen wir uns wegen, jetzt müssten wir was ändern. Und wenn da nichts ändern, dann kommt wahrscheinlich dann einfach die nächste Krise und die nächste Einladung des Lebens, uns auf den Weg zu machen. Aber solange wir uns ganz zufrieden fühlen und diese nichts vor die Füße geknallt bekommen, dann können wir einfach weitermachen, wie wir es immer gemacht haben. Wir können das natürlich schon bewusst auch mit einer spielerischen Haltung tun, wo wir einfach auch die Akzeptanz üben, wo wir, also spielen heißt für mich ja auch ergebnisoffen sein zum Beispiel, das Beste zu geben, aber halt dann ja zu gucken, was passiert jetzt da. Das gibt es verschiedene Prinzipien vom spielerischen Leben, die können natürlich auch bestens leben, wenn wir relativ normal unterwegs sind. Ja. Aber ich finde, es ist ein lohnenswerter Weg. Also, wenn ich es jetzt mal aus meiner Perspektive und Erfahrung sprechen würde. Auch wenn ich zwischenzeitlich manchmal echt dachte so, Sabine, was magst du eigentlich? Genau. So an manchen Momenten. Anderen wünscht dir vor dem Fernseher zu sitzen. Und genauso gibt es die Momente, wo ich da stehe und denke so, wow, ja, yes, genau das ist es. Genau. Ich weiß genau, oder ich weiß, was der nächste Schritt ist, wo es wieder hinruft. Und auch mittlerweile wirklich, wenn ich merke so, oh, es ist irgendwie unrund, es läuft nicht, dieses zu erinnern. Und da kam dein Buch so schön, dieses Erinnern, spiel dein Leben. Hey, schau doch mal drauf. Bist du spielend unterwegs oder hast du irgendwo so hinten im Hinterkopf irgend so einen kleinen Leistungsanspruch an dich selber vielleicht? Und das ist dann auch wieder spannend, wie ich gemerkt habe, mich selbst da wieder auf den Weg zu holen und dann nochmal drauf zu schauen. Ah, wie wäre es, wenn es jetzt spielend wäre? Ja. Und zu merken, ah, okay, da kann ich eine kleine Korrektur machen und dann fließt es wieder. Genau, genau. Und dann fühlt sich die Energie wieder anders an und dann merke ich, oh, da kommt wieder die Lust, da kommt die Freude, da kommen die Ideen, dann. Und leisten tust du es ja trotzdem. Also die Leistung ist trotzdem da, aber es ist einfach eine andere Art von Leistung, die du dann bringst. Und ich habe schon das Gefühl, wir werden irgendwie auch vielfach gezwungen, dann einfach dieses Leben zu leben. Nicht unsere Väter und Großväter, weil die hatten eine andere Aufgabe. Die hatten aus meiner Sicht eine Aufgabe, halt wirklich aus der Armut rauszufinden und so weiter, oder sich aus dem kirchlichen Umfeld zu befreien oder was auch immer. Die hatten andere Herausforderungen und andere Aufgaben. Und ich bin überzeugt, unsere Generation, auch nicht alle Menschen, aber viele von unserer Generation haben jetzt einen Auftrag, sich auf den Weg zu machen zu sich selbst. Und es sind ja aktuell gemäß Statistik irgendwie in der Schweiz 11%, die beruflich ihre Leidenschaft überhaupt leben, also die Leidenschaft verspüren bei ihrer Arbeit. In Deutschland ist halt viel besser dran, 14%. Wahnsinn. Wahnsinn, 3%. Wenn ich mich richtig erinnere, und ich habe dann mal an einem Seminar, habe ich einen Arzt gehabt und habe eben von dieser Statistik so geschildert. Und dann hat er gesagt, ja, die 11% haben Leidenschaft und die anderen 89% sitzen bei mir in der Praxis. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun. Irgendwann werden wir einfach krank, wenn wir nicht das leben, was eigentlich gelebt werden möchte. Und ja, muss nicht sein. Je früher wir reagieren, wenn wir schon bei der ersten Aufforderung des Lebens reagieren, haben wir es einfacher, als wenn wir erst bei der fünften reagieren, weil halt, ja, sind wir noch ein bisschen gesünder wahrscheinlich. Man sieht sie auch, ich finde es auch so eindrücklich, diese, was Sterbende bereuen auf dem Sterbebett. Das ist, die meisten bereuen, nicht ihr Leben gelebt zu haben. Und das hat natürlich ganz viel mit der Industrialisierung zu tun, mit dieser
mit diesen Glaubenssätzen, dass wir halt Leistungen bringen müssen, dass sie fleißig sein müssen und so weiter. Das sind eigentlich all diese Dinge, die sie dann bereuen, dass sie nicht die Leben gelebt haben, dass sie keine Zeit gehabt hatten, dass sie keinen, eigentlich nicht mehr wirklich einen Freundeskreis haben und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die sie bereuen, und das hat ganz vieles eigentlich, oder eigentlich alles hat mit der Industrialisierung zu tun. Die hat uns da Wohlstand gebracht, aber die hat uns eben auch von uns selbst entfernt. Die hat beides, positive Seiten, negative Seiten. Und auch das neue Zeitalter wird Positives und Negatives. Aber wir sollten das Positive nicht einfach liegen lassen, sondern eben mitlaufen lassen, mitnehmen. Und das ist für mich eben wieder mehr Erfüllung zu haben in unserem Leben. Oder mehr in unsere Kraft zu kommen. Ja, und zu spielen. Genau. Spielen ist ein wunderbares Werkzeug, um das zu leben, was in uns veranlagt ist. Spielen ist nicht was Überflüssiges, was wir mal tun sollten, wenn wir dann die Hausaufgaben gemacht haben und unsere Leistung gebracht haben im Erwerbsleben, sondern das ist eigentlich das, was zentral ist für eine gesunde Entwicklung. Es ist das, was zentral ist, eben dass das gelebt werden kann, was aus uns gelebt werden sollte oder will. Ja, das Leben eigentlich. Ja. Hey, schön. Das ist doch ein guter, runder Bogen, oder? Ich möchte dir noch die Gelegenheit geben. Möchtest du noch was rund machen, noch was anfügen? Was ist dir noch wichtig? Was möchtest du noch mitgeben? Für mich stimmt so. Danke. Wow. Ja, ganz lieben Dank, Nando, für den Einblick, wie wir unser Leben spielen können und dabei in unsere Kraft kommen. Sehr gerne, sehr gerne. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Tschüss.